Ja, hallo, Servus und Grüß Gott. Ich wünsche dir alles Gute hier heute zum Frühlingsanfang. Nee, so weit sind wir noch nicht. Zu diesem Daily Umsatzbilder-Tipp vom 20. Februar 2021. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing, Experte für die Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Und ja, heute soll es mal gehen darum, wie wir unseren Umsatz steigern, wenn wir zum Teil noch am Anfang sind oder auch schon fortgeschritten, sagen wir mal, wenn wir schon 4, 5, 6, 7 Mitarbeiter in der IT-Branche haben, sagen wir mal, ein Software-Entwicklerhaus sind oder auch Infrastrukturexperte oder andere IT-Beratungsdienstleistungen und Expertisen anbieten im Markt. Und ja, schießen wir doch gleich mal los. Wir haben folgenden Status. Umsatzziel verfehlt. Also wir haben jetzt, sagen wir mal, vor 1, 2, 3 Jahren eine Firma gegründet, sind zu zweit oder zu fünft vielleicht sogar schon. Oder vielleicht auch eigentlich schon eine größere Firma, vielleicht schon 50 Mitarbeiter und haben einfach das Umsatzziel verfehlt. Letztes Jahr war Corona-Krise. Ja, manche haben ihr Umsatzziel eben verfehlt und dann schauen wir doch mal, wie wir da hier die Sache angehen könnten. Ja, zum ersten Mal. Erster Tipp zumindest mal hier, um deinen Umsatz weiter auszubauen oder wieder sozusagen wieder Fahrt aufzunehmen, ist das Geschäftsmodell zu hinterfragen. Und zwar dein Geschäftsmodell betreffend der Zielgruppengröße. Denn es gibt ja da unterschiedliche Meinungen da draußen. Manche sagen, naja, viele potenzielle Kunden bedeutet viel potenzieller Umsatz. Jo. Ja, und dann gibt es viele, die sagen wieder, naja, es bringt mir eigentlich gar nichts, wenn sozusagen theoretisch jeder deutsche Bürger oder jeder Bürger Europas oder der Weltbürger meine Zielgruppe sein könnte, wenn nur jeder eine Kaufkraft hat von 1 Euro und auch nicht gewillt ist, für das, was ich anbiete, mehr wie 1 Euro zu bezahlen. Das heißt, das andere Gegenteil ist hochgradig spezialisiert und entsprechend auch meine Zielgruppe hochgradig spitz und eng, ja, in den Markt reinzugehen. Das heißt, ich habe vielleicht nur ein paar hundert Kunden, ja, die überhaupt in Frage kommen, sagen wir mal jetzt im Dachbereich oder auch in Europa oder wo auch immer. Und da gibt es sehr, sehr viele. Ich unterhalte mich da immer wieder mit Autozulieferern, Automotive-Zulieferern, mit Hidden Champions in Deutschland, mit ganz vielen Mittelständlern, die letztendlich nicht mal so richtig ein CRM benötigen, weil sie einfach nur eine Handvoll Kunden haben, aber seit vielen Jahrzehnten nicht nur deutschlandweit, was ja auch gar nicht so viel Bedeutung hat, sondern weltweit Market Leader sind, ja, aber eben nur eine Handvoll Kunden. Ja, also auch das ist natürlich sehr, sehr möglich und die Inhaber dieser Firmen, denen geht es sehr, sehr gut, auch in ihren Umsatzzielen. Das heißt, es ist da nicht so, dass du sagen kannst, naja, das eine oder das andere ist richtig, ja. Siehe auf der anderen Seite Coca-Cola, McDonald's und so weiter. Was natürlich in der Regel für kleinere Firmen bedeutet oder gilt, ist, desto hochgradig spezialisierter du in den Markt gehst, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass du deine Umsatzziele erreichst. Denn es ist tendenziell immer so, wenn man sich mal den Markt anschaut, da für IT-Dienstleister und Berater, dass sozusagen in den sogenannten Massenmarkt, ja, wo du eben viele Kunden hast, einfach nur hochgradig standardisierte und automatisierte, in der Leistungserbringung automatisierte und standardisierte Unternehmen eine Chance haben. Und dort sozusagen eine gewisse Marktmacht eben haben. Ne? Also wie zum Beispiel jetzt in der IT-Branche, die Bechtle ist vielleicht das beste Beispiel. Ja? Und dann gibt es noch 2, 3 weitere in derselben Größenordnung in der Infrastrukturwelt, ja? In der Entwicklerwelt, in der IT-Software-Beratungs- und Entwicklerwelt wäre das Accenture zum Beispiel, ja? Ehemalige Anderson Consulting, also als ich noch mich dort beworben hatte als Student damals vor 20 Jahren ungefähr, gut 20 Jahren, hießen sie noch Anderson Consulting. Ja, PricewaterhouseCoopers, selbst die traditionellen großen Accounting-Consulting-Firmen haben jetzt teilweise schon ihre IT-Unterfirmen, Tochterfirmen, die da eben mitmischen. Also,
Das ist sowas, wo du dir auf jeden Fall Gedanken machen musst, wenn du da mehr, ja, mehr Insights von mir benötigst oder mehr Insights von mir gerne haben wolltest, dann melde dich einfach bei mir. Hier unten gibt es dann den Link zu meiner Akademie und zu meinem Elite-Training auch. Kannst dich gerne anmelden, auch für ein One-to-One-Gespräch. Preismodelle analysieren. Tja, wann hast du zum letzten Mal dein Preismodell analysiert? Ja, IT-Experten mit hohen Tagessätzen. Das ist so der Standard. Ja, IT-Berater, IT-Experten mit hohen Tagessätzen. Ja, sagen wir mal, in der Regel sind das so, ja, wenn wir sagen 1600 bis 1800 Euro. Dann gibt es natürlich welche, die sind nochmal gut oben drüber, über 2000. Und dann gibt es natürlich ein ganz großes Mittelfeld, die gehen so runter bis, ja, sagen wir mal, zwischen 1600 und 1200. Und dann gibt es natürlich welche, die versuchen, mehr oder weniger mit Dumpingpreisen halt den Markt irgendwo sich da ein Stückchen abzuschneiden, ein Scheibchen, was natürlich meistens in die Hose geht, denn das pflanzt sich ja fort, ne? Also, dass du günstiger ich bin im Markt und ganz besonders in der IT-Branche geht es ja um Qualität, Jungs. Ja, Jungs. Also, Jungs und Mädels. Es ist wirklich so, dass Qualität nirgendwo so wichtig ist wie wahrscheinlich, außer vielleicht, wenn du grundsätzlich halt komplexe Maschinen und also im Engineering und Softwareentwicklung oder IT-Infrastruktur ist ja ein Teil, ist ja eine Disziplin, die ins Engineering hinein platziert ist. Denn wenn du dort sozusagen zu sehr auf den Preis gehst, dann kannst du dir auch keine wirklich vernünftigen Mitarbeiter leisten. Das heißt, du hast dann irgendwie ein Offshoring oder du hast dann, bist dann darauf angewiesen, dass irgendwelche Teams in Indien oder sowas deine Projekte dann umsetzen und die Kunden befriedigen und so weiter. Und manche machen das auch mit hohen Tagessätzen und die nehmen halt dann eine höhere Marge, aber auch das geht manchmal in die Hose, weil man dann einfach erfahrungsgemäß viel größere Managementaufwendungen hat. Ja, also das, was man sozusagen im operativen Programmiersinne sich dann einspart, muss man dann sozusagen im Management wieder einkaufen. Aber das ist jetzt viel zu viele Details, die ich hier eigentlich gar nicht geben wollte. Auf jeden Fall, wenn du da mehr Infos brauchst und dann natürlich noch sich die Frage stellen, was kann ich denn heutzutage an automatisierten Einkommen, was für Modelle kann ich denn da mir erarbeiten? Ja, also ich arbeite mit den kleinsten, teilweise in den kleinsten IT-Expertenhäusern zusammen mit nur 2-3 Mitarbeitern, teilweise gar keine Mitarbeiter, nur 2-Mann-Armeen, 2-Mann-Firmen, die sagen, okay, wir sind halt auf Tagessatzbasis extremst abhängig von unserer Auftragslage. Nebenbei würden wir uns gerne noch ein zweites, ein drittes, ein viertes Einkommensfluss, einen kontinuierlichen Einkommensfluss, einen kalkulierbaren Einkommensfluss aufbauen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann setzen wir uns eben zusammen und beraten uns und schauen uns das mal genauer an. Also auch hier bitte einfach kontaktieren oder einfach auch einige Tipps, so standardisierte Tipps habe ich auch bei mir im Elite-Training, also Umsatz-Elite-Training in meiner Akademie, einfach mal unten reinschauen. Also das Elite-Training ist zugeschnitten für IT-Dienstleister und Berater und also nichts anderes und von daher auch sehr, sehr hochwertig und spezialisiert. Das nächste wäre Nachfrage und Kaufkraft im Markt verstehen. Ja, echte Nachfrage versus kreierte Nachfrage. Ja, was ist das zum Beispiel? Also ich habe hier mal ein paar Beispiele genannt. In der Softwarebranche, ja, Move to Cloud. Viele wollen es gar nicht, müssen es aber trotzdem tun. Ja, und hier gibt es einfach Opportunitäten und Gelegenheiten, hier sozusagen Mehrwert zu bieten im Markt und Umsatz zu generieren. Visionen, Upgrades, ja, zum Beispiel Modelle, wo der Kunde letztendlich gezwungen ist, immer wieder Geld auszugeben, um die nächste Version einzukaufen. Und da gibt es auch wieder für und wieder und auch auf jeden Fall Möglichkeiten, hier den Kunden zu unterstützen. Es gibt ganze sehr, sehr erfolgreiche, ja, sagen wir mal, Produktmodelle, die den Kunden darin zu unterstützen, seine Lizenzlandschaft zu optimieren. Ja, einfach sich die Lizenzkosten zu sparen. Ja, im Gegensatz zu diejenigen, die versuchen einfach immer nur so möglichst so viele Lizenzen wie möglich zu verkaufen. Das sind meistens dann die Hersteller und die Dienstleister haben dann manchmal eben Modelle, wie sie dann sozusagen einen echten Mehrwert ihren Kunden dann bieten, indem sie sich einfach Tools ausdenken und die wiederum verkaufen, die sich dann wieder um Vielfaches rechnen, weil die ihren Endkunden dann wieder helfen, ihre Lizenzmodelle eben besser zu überwachen und also sagen wir Lizenzen, ja, die nicht gebraucht werden, einfach besser zu nutzen und dadurch eben
ja, einen sehr, sehr hohen Kostenpunkt eben einzusparen. Ich habe wieder, schon wieder viel zu viel gesagt, aber einfach hierzu einfach meine Akademie einfach aufsuchen oder mich halt in einem One-to-One-Consulting einfach mal kontaktieren. Nehmen wir uns mal eine halbe Stunde Zeit und ja, jederzeit sehr gerne. Weitere Möglichkeiten siehe, wie gesagt, in meiner Akademie, in meinem Umsatzbilder, Elite-Training, das ist einer meiner letztjüngst erschaffenen Kurse. Und du kriegst auch einen Zugang, einfach mich kontaktieren. Ich bin dann noch ein bisschen am Bauen, am Automatisieren, was meine Akademie betrifft aktuell. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du eben dieses Video guckst, ist es eben schon weiter fortgeschritten oder auch nicht. Aber du kannst mich natürlich so jederzeit kontaktieren. Und dann freue ich mich auf deinen Kontakt oder wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, Daumen hoch und lass mir ein Abo da. Dein Thomas Klein, sage ich dann mal. Schau mal wieder rein. Na? Bis dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und happy hunting. Ja. Hier, bis zum nächsten Tipp. Happy hunting, habe ich natürlich vergessen. In meiner Slideshow hier.